Yay! Und damit herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, das letzte Mal hatten wir eine kleine Neujahrsparty. Und des Weiteren, ja, wie man hier schon ein bisschen an ihrer Figur sehen kann, haben Katrina und ich ja, erwarten wir beide ein Kind. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Mal schauen, wie lange das Ganze hier so dauert. Für zwei Essen. Es ist aufregend, ein Leben in sich wachsen zu spüren. So, sie ist sie braucht noch 24 Stunden bis zum zweiten Trimester. Alles klar. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen damit rechnen, dass es natürlich nicht so angenehm wird für sie. Ich denke mal, so Perückenschmerzen und so werden sie gerne mal erwarten. Das wird natürlich nicht so traumhaft, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es hier ein weiteres Hostelmitglied geben wird. Und hier der kleine Roboter räumt hier auf, hoffe ich. Er scheint es gerade irgendwie zu versuchen. So, dich nenne ich irgendwie, wie nenne ich dich denn? Staubi wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich den schon habe. Wie wäre es denn mit Robobob? Ja, der hört sich doch gut an. Warte, machen wir es so. Oder? Machen wir es so? Oder? Machen wir es so. Dann haben wir Robobob. Alles klar. Da haben wir unseren kleinen Pfannkuchen-Robobob. Der gerade versucht, die Pfütze aufzuwischen. Aber irgendwie wird das nichts. So. Du hast Hunger. Das ist kein Problem. Das kannst du natürlich sehr, sehr schnell beseitigen. Ich bin mega gespannt, was es für ein Kind wird. Also, ob es Mädchen oder Junge wird. Und auch, wie es aussehen wird. Ich werde natürlich. Ja, wie mache ich das? Also ich denke, ich werde das Kind so ein bisschen anpassen. Also wenn es halt vom Aussehen her passt, wo ich mir sage, okay, das passt zu dem, was ich mir vorstelle. Je nachdem, ob es jetzt ein Mädchen oder Junge wird. Beziehungsweise was ich da für einen Charakter sehe für das Kind. Ja, kann ich dann sagen, wie das Aussehen passt. Ich habe gehört, dass du dich mit Salim Benali angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, das ist er. Das ist auf jeden Fall. Christian, du hast ein Bett. Du kannst auch einfach ins Bett gehen. Vor mir warte gerade eben vor ein paar Stunden wart ihr doch sogar noch im Bett. Wieso bist du nicht einfach liegen geblieben? So, mein Lieber, hey, guck mal. Was hast du denn? Hast du bestimmt große Neuigkeiten von der Ankündigung eines neuen Familienmitgliedes entzückt? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, da grinst da gleich. Sehr schön. So, dann geh dich doch mal gleich um deine Frau kümmern. Hier, wir können doch mal kurz in eine Handmassage. Ist bestimmt ganz nett. Beste Freunde werden? Ja, können wir machen. Oh, sie wird angerufen. Muss einfach mal raus, hast du Lust mit mir ins Restaurant zu gehen? Nee, sorry, mein Lieber. Ich weiß nicht genau, wer du bist, aber nee, leider nicht. So. Wir wurden beste Freunde, alles klar. Und dann gebe ich immer kurz eine. Ach so, ich und Kelle waren beste Freunde. Das war das Problem. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Warte, ich rufe ihn nochmal an und frage ihn nochmal, ob wir doch mal beste Freunde werden wollen. Moment, so. Nein, hier, Freunde. Wie? So. Wird er nicht angezeigt? Hat er keine Zeit oder was ist los? Nö, er scheint nicht da zu sein. Dann werde ich mal so anrufen. Hier, Freunde. Caleb. Ja, okay, ich schicke mir eine glückliche SMS und dann passt das schon.
So, gebe ich aber auf jeden Fall erstmal eine Handmassage. Ihr habt alle Betten, warum geht ihr denn nicht ins Bett? Mann. Was passiert? Was los? Was ist mit dir? Wieso? Müll, ich lämmer deinen Müll. Vielleicht ist das das Wichtige. Na, mein Kleiner. Alles gut bei dir? Joa, der Kleine. So, wer muss denn von euch heute arbeiten? Du musst auf jeden Fall in 14 Stunden arbeiten. Du in 15. Du bist im Urlaub, alles klar. Ich muss in 2 Tagen, das ist kein Problem. Katrina muss in 15 Stunden, okay. Ich denke mal, jetzt am Anfang wird es noch relativ okay mit der Arbeit, aber später werden wir wahrscheinlich mit ihr in den Schwangerschaftsurlaub gehen. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Salim angefreundet hast. Das ist ziemlich cool. Ja, das wissen wir inzwischen. Sila will anscheinend immer noch tanzen, wieso auch immer sie das tut. Nur anscheinend levelt sie sich nicht wirklich. Weil wir müssen vielleicht auch mal... Da, geh mal kurz hin, tanz mal kurz. Du bist ja kurz davor, Level aufzusteigen. Was machst du? Na, nicht weglegen. Oh, sie ist sehr glücklich, sehr schön. Ich werde angerufen. Na, ich will... Hier. Ach, guck mal. Du hast recht, heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und dann sehen wir uns. Ja, gut, mal immer machen. Dann sehen wir uns zumindest nochmal. Und wir können Kate von den großartigen Neuigkeiten erzählen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich dem Kind für eine... für einen Charakter geben könnte und was so aus dem Kind wird. So, hey, mein Lieber, lass uns wieder bitte beste Freunde werden. Und dann bitte... können wir ihm erzählen, dass ich Vater werde? Oder kann das nur gesagt werden? Streng vertrauliches Geheimnis? Ist das das, was ich suche? Wahrscheinlich eher weniger, weil so streng vertraulich ist es eigentlich nicht. Okay, kommt auf die Situation an, aber... So. Hey, mein Lieber, ich werde Vater. Ja, komm mal hier, umarm die beiden sich nochmal schön, sehr schön. Ich level auch irgendwie die ganze Zeit was. Was level ich denn? Anscheinend nichts, okay. Ich habe etwas gelevelt. So. Er ist einfach direkt wieder abgehauen. Finde ich gut. Lukas denkt sich, hey, komm, scheiß auf den Stil. Ich kann auch im schmutzigen Unterhemd einfach rausgehen. Ne, einen Anmachspruch jetzt nicht unbedingt. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch. So, gerade erzählt, ja, hey, guck mal, ich werde Vater. Übrigens bist du ziemlich sexy. Das wäre, ich weiß ja nicht, dass du gut wär. What the fuck? Okay. Der Liebe hat anscheinend nicht nur die Probleme im richtigen Verhalten. So. Ich muss auch mal wieder ein bisschen trainieren, kann ich, glaube ich mal, ne? Das sieht doch ein bisschen rundlicher aus, als es aussehen sollte. Bitten einzuziehen. Ne, wir haben schon genug im Haushalt. Gerade wenn wir jetzt noch neue Leute dazu bekommen. Ich bin die ganze Zeit auch schon mal überlegen. Von wem wir noch ein Kind mitnehmen werden und von wem nicht. Beziehungsweise wenn wir von jemandem noch... Oder vielleicht auch von beiden. Und wenn, dann, ob einer von den Kindern vielleicht später einfach keine Beziehung anfängt, beziehungsweise keine feste Beziehung. Oder vielleicht halt auch nicht, und ich heirate oder so, sondern was da kommt.
Wieso soll ich heiraten? Es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Vor allem, es wird ja vielleicht auch noch hier nach der nächsten Generation noch mehr Generationen geben. Deswegen ist es natürlich immer sehr interessant. Ich werde, wie gesagt, nachdem die Kinder groß sind, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis ich die erwachsen mache. Jetzt erstmal haben wir jetzt bald Kinder und die müssen wir natürlich auch großziehen zu. Ich will ja nicht direkt von Anfang an irgendwie erwachsen haben und ausziehen lassen oder so. Aber wenn die Kinder ausziehen, dann werde ich das, glaube ich, so machen, dass ich die eben als Hauptfamilie übernehme. Das heißt, dann werden Sims kommt ja jeden Tag. Und dann werden einfach die Kinder halt die Haupttage übernehmen, halt Wochentage. Und dann die alte Familie, damit wir die nicht vergessen, in den Wochentagen, an Wochenende, so. Und ja. So, mein Lieber, war super nett mit dir, aber ich glaube, wir sollten echt mal wieder zurückgehen, denn ich glaube, Katrina braucht uns gerade so ein bisschen. Hier haben wir das Sanmishuno, bitte. Sehr schön. So. Hallo, ich bin zurück. Also, die Menschen kann ich wollte gerade sagen, Chloe, das ist für Sachen an. Oh, die Musik. Oh, ich liebe diesen Song. Ah. So, ich werde mal kurz hier ein bisschen das Ganze schneiden. Hier den Bonsai ein bisschen trimmen. So. Chloe hat sich erstmal so eine schöne Süßigkeit aus dem Schüssel des Schreckens genommen. Anscheinend nicht mit einem so guten Ergebnis. Was haben wir denn da stehen? Süßes oder saures? Warum nicht beides? Süßes und saures. Was machst du denn da? Hä? Wieso bin ich denn gerade in dem... Okay. So, du kannst auch... Mein Lieber, du brauchst eigentlich nicht weiter trainieren. Du hast eigentlich schon alles. Wo wir gerade von Trainieren reden, genau das Gegenteil. Und zwar einmal, Mama, komm. Sehr schön. Möchte ich mir schon seit langem eigentlich mal das hier holen. Das habe ich irgendwie immer vergessen. Nämlich die wunderschöne Törtchenfabrik. Die können wir uns nämlich eigentlich mal hier so schön in den Garten stellen. Zumindest, wenn da irgendwo Platz ist. Da haben wir eigentlich Platz. Sehr schön. Oder passt die vielleicht sogar noch unten in den Dingens? In den Keller? Nee, nicht ganz. Okay, das ist doch sehr knapp. Also können sie natürlich einfach so mitten vor den Pool stellen, Whirlpool stellen, aber ich weiß ja nicht, ob das so die beste Idee wäre. Ja, hier so direkt in der Rakete. Also wenn man das jetzt so aufs echte Leben übertragen würde, wäre es vielleicht nicht die beste Idee, direkt neben dem Wasser so eine Maschine zu stellen. Deswegen, ich stelle die mal hier hin. Ich weiß, das ist auch Wasser, aber egal. Dann stellen wir einfach mal den Spieltisch da hin, oder? Oder packen wir ihn doch, weil wir können einfach das hier so ein bisschen nach unten schieben. Dann haben wir auch hier die schöne Törtchenfabrik. So, denn die möchte ich unbedingt mal austesten. Ich glaube, die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben ausgetestet.
So, du kannst eigentlich direkt mal hier, genau. Backen kannst du. Okay, das ganz normale, aber natürlich Törtchen herstellen. Super schokoladige Törtchen, hört sich doch super an. Die möchte ich doch gleich mal sehen. Hier. Ja, ich weiß. Du kannst gleich trainieren, sobald er darunter ist. Jetzt. Na. Was machst du? In Dusche singen. In welcher Dusche? Ach, du gehst direkt runter, okay. Stimmt, wir haben natürlich jetzt eine zweite Dusche. Beziehungsweise Morgan hat eine. Die andere kommen ja nicht dahin. Dann gucken wir mal, wie du das Ganze hier regelst. Wo gehst du denn hin? Wieso gehst du ins Bett? Du sollst Törtchen herstellen. Dieser Mensch ist ja komisch. So, einmal bitte ein bisschen schneller. So, und dann zeige mal. Ui. Okay. Das sieht sehr interessant aus. Und da kommen sie. Ui, die sehen doch lecker aus. Müssen wir gleich mal einen probieren. Aber so ein Schokoladentörtchen wäre schon geil. Da hätte ich echt nichts gegen. So, kannst du dir gleich mal einen gönnen und mal gucken, wie das so schmeckt. Qualität ist normal. Aber für den ersten Versuch, glaube ich, ganz gut. Ja, das scheint dir sogar echt gut, sehr, sehr gut zu schmecken. Das ist doch traumhaft. Oh, das scheint ihm echt mega gut zu schmecken. Vielleicht sollten wir einfach später mal so eine Bäckerei aufmachen oder so. Das wäre natürlich praktisch. Apropos, ich weiß nicht, wie viele Geschäfte oder Dingens kann man ja aufmachen eigentlich. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 83.000. Ich frage mich ganz kurz, ich will kurz gucken. Ich werde jetzt nichts kaufen, aber ich will mal kurz gucken. Wie viel würde denn so ein Restaurant kosten? Einfach nur mal so zum Gucken. Das können wir sogar echt leisten. Janet's Diner könnten wir uns holen und Bergers Burger Bar. Und Bistro El Atente wäre auch noch mit drin. Und Villa Bonvino genauso. Okay, ich würde sagen, wir machen das aber erstmal. Oder? Machen wir das? Ja, komm. Oder? Ich bin überlegen. Moment, worum geht's denn hier im Villa Bonvino? Ja, da steht ja unfassbar viel. Vielen Dank für diese Info. Moment, wir können ja mal kurz mal eben hier oben gucken, worum es denn so in den ganzen Restaurants geht. Meine Bibliothek. Nein, Grundstücke. Grundstücksart. Restaurant. So, El Atente hier. Die hat, Nein, 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 da. Stell dich in die lange Schlange und warte Stunden, um die köstlichen Speisen zu genießen. Nein, wir wissen nicht genau, ob es wirklich so toll schmeckt. Wir stehen immer noch in der Schlange. Okay, da steht ja nicht so viel drin, ne, worum es geht, aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Sushi-Bar. So, hier mit dem Tresen da. Villa Bonvino wird wahrscheinlich so ein bisschen italienischer sein, ja. Pasta oder saftiges Steak. Ja, gut, saftiges Steak ist nicht so italienisch. Ich glaube, bei Bistro El Latente ist, glaube ich, ganz nett eigentlich. Gelama sind natürlich auch experimentelle Speisen. Hier ist Mittag, nee, Frühstück. Frühstück, ja, Frühstück, alles gut. Ich glaube, wir nehmen uns einfach mal, komm, wir können das Bistro El Atento einfach mal holen. Das ist natürlich ein bisschen teuer, aber wir können es uns leisten. Und dann würde ich einfach sagen, komm. Christian als Meisterkoch kann natürlich so ein schönes Restaurant ganz gut führen. Auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist, dass man nicht selber kochen kann. Das wäre natürlich
zu cool. Aber müssen wir da damit leben. So, wir müssen es natürlich auch so noch ein bisschen umbearbeiten und ein bisschen anders nennen und so. Aber ja. Ich finde, das sieht doch von der Grundstruktur sieht's ganz cool aus. Ein bisschen Geld müssten wir eigentlich überweisen. Ja gut, 7.000 komplett nicht so. Ich mach mal 3.000, so für den Anfang ist ja nicht... Wir haben ja nicht gerade so viel, weil wir im... natürlich. Das Ganze, ja. Kaufen mussten. So, du hast also ein Restaurant gekauft. Und was nun? Ein Restaurant zu besetzen ist harte Arbeit. 59,9% aller neuen Restaurants gehen im ersten Jahr pleite. Mit einem guten Management, fähigem Personal, köstlichen Gerichten sowie ein wenig Plasma, Schweiß und Tränen kann dein Restaurant jedoch erfolgreich werden. Alles klar. Ich finde es schön, wie das gleich anfängt mit, ja, die meisten gehen pleite. Hm. Okay, danke für die Info. So, können wir kurz mal eben die Speisekarte anschauen? So, einmal Restaurant-Einstellungen. Das ist jetzt ganz so ein bisschen hier uns einmal personifizieren. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn ich werde jetzt hier einen Cut machen und ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, sage ich. Ciao.